Ja, Leute, was geht das hier für? Heute wenn wir auf Das darf nicht wahr sein von den lieben InScope 21 reagieren. Ja, Leute, InScope 21, ein Name, den ich schon lange nicht mehr ausgesprochen habe auf diesem Kanal. Und ich dachte mir, warum nicht endlich mal wieder auf diesen Ehrenbruder reagieren. Und ja, er hat vor einem Tag ein Video hochgeladen, welches Das darf nicht wahr sein heißt. Und auf das würde ich jetzt mal sagen, reagieren wir jetzt mal gemeinsam. Falls ihr mehr sehen wollt von den lieben InScope und mir, also wie ich auf ihn reagiere, dann lasst doch gerne mal den Daumen nach oben und ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn nicht, dann lasst einfach gerne, könnt ihr trotzdem Däumchen nach oben drücken und mir das natürlich auch in die Kommentare reinschreiben, dass ihr nicht mehr wollt. Aber ich feiere ihn persönlich und schaue ihm, glaube ich, als fast einzigster YouTuber seine Streams auf Twitch an. Und deswegen, ach, es interessiert euch eh nicht. Also ich würde sagen, let's go. Nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne... Dann fahre ich also weiter und weiter und BOOM! ...geeignet. Guten Morgen, oh, guten nein. Mittag oder auch... Ich sitze hier... ...und ich sitze hier. Nee, ich reg mich da nicht drüber auf. Also ich reagiere hier und reagiere hier, also... Ja. Ich habe hier auch total kalt gelassen, sei jetzt aber mal. Im retrospektiv betrachteten Ambiente kann man eigentlich kaum darauf zünden, dass gestern so eine Aktion passiert ist. Ich war unterwegs, oh. Okay, müsst euch überlegen, dort vor Ort gewesen. Viele Kollegen getroffen aus alter Vergangenheit, unter anderem auch Exwell. Ich gehe hin, Exwell, wir begrüßen uns, dies, das. Im späteren Verlauf des Abends sehe ich irgendwo aus der Entfernung, Exwell setzt zum Sprint an. Ich denke schon so, holy shit, Digga, der sprintet durch die Menge, tackelt einen von der Seite komplett weg, oh, und fasst einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Der Typ dachte sich wahrscheinlich auch einfach nur so, jeder das sein. Auch Betty Taube gestern getroffen, tatsächlich zum ersten Mal mit Betty Taube gestern geredet und ich muss sagen, es war... Betty Taube? Oh Gott, ich kenne die leider nicht, sag mir nichts. War ein entspanntes Gespräch. Wir haben uns über Deutsch unterhalten und ich hätte niemals gedacht, dass Betty Taube so aktiv Deutsche verfolgt. Das ist ein Spaß. Es geht aber eigentlich heute nicht um das Event, sondern um die Ankunft zum Event, ja. Ich war unterwegs gewesen mit Sascha. Sag jetzt nicht, dass er wirklich gegen irgendeinen Pfosten oder so gefahren ist. Und man denkt sich ja im ersten Moment, unterwegs mit Sascha, da kann eigentlich nichts schief laufen. Da habe ich mir also so einen Wrap bestellt mit so einem mega krümeligem Inhalt. Ich habe also Tüte genommen, das Sandwich hier gehabt, Licht innen an, okay? Ich fahr so Auto. Bist du denn rechts noch Polizei angehalten und was machen sie? Ah, ich check's mir gerade ein runter, fähr vor VR-Brille im Auto, mal lecker verstehen. Dann also Sascha, gute Dinge. Die VR-Brille. Doc, guck mal, ich hab hier rechts für dich einen mega geilen Parkplatz. Und ich war schon so, alter Sascha, Mann, auf den Typen ist einfach Verlass. Ich fahr also rechts ein und ich denk schon so, meine Güte, die Straße ist aber ziemlich asozial dunkel gewesen. Irgendwie habe ich schon ein leicht komisches Bedrängnis bei der Sache bekommen, weil ich so dachte, sag mal, das ist aber eine komische Straße hier. Ich habe gedacht, gut, Sascha, auf den Typen ist doch Verlass. Ich fahr also weiter, eingelenkt, wie immer noch Innenlicht an. Ich sehe kaum die Straße. Ich denke, sag mal, was ist denn das für eine komische Einfahrt? Dann fahre ich also weiter und weiter und BOOM! Was soll das? Ich probiere gerade zu realisieren, ob das ein Traum gerade gewesen ist. Ich gucke nach rechts zu Sascha. Ich sehe den Typen, der sitzt so da. Und das Einzige, was ich mir in der Situation gedacht habe, war einfach nur... Ist denn das ein total schade Kfz? Vielen Dank dir auf jeden Fall nochmal für die präferierte Auswahl des Parkplatzes. Viele Fragen. Ah, gern schön, Bruder. Also, nächstes Mal nimmst du einfach mich mit und dann passiert vielleicht etwas Schlimmeres, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon? Sicher auch. Musst du deinen Führerschein überhaupt noch abgeben? Ja, glaube, ich muss den jetzt bald abgeben. Ich wollte eigentlich noch den Winter umgehen. Naja, gut. Bei minus 10 Grad mit dem Fahrrad, bei Schnee und Wetter, hat auch irgendwie was. Oder so ähnlich. Nee, ich hab Sascha dann probiert, überhaupt gar keinen Vorwurf zu machen. Ich meine, ich habe dann zu ihm gesagt, Sascha, es ist doch nur ein 200k-Wagen. Nee, er hat das dann auch direkt eingesehen. Sascha hat sich überhaupt nicht zu Schuld anerkannt und gesagt, du Digga, du hättest einfach besser auf die Straße gucken müssen. Absolut richtig. Schäm dich. Schäm dich. Nächstes Mal, wenn irgendwo in nächster Nähe ein Gefälle sein sollte, Sascha, würde ich dir einfach kurz anempfehlen. Du, Sascha, park doch im 90-Grad-Gefälle. Du hast doch einen Geländewagen, ja? Ob ich das Ganze hier witzig finde,
oder nicht? Ich sag's dir morgen. Den Rest vom Abend habe ich mir gedacht, gut, ich drehe da einfach ein Video drüber. Ich hoffe, die Leute lassen den Daumen in der linken Stirnhöhle implodieren. Ich hoffe, die Leute abonnieren den Channel, weil ich sonst meine Monatsmiete nicht mehr zahlen kann. Und unterm Strich hoffe ich dann einfach, dass Sascha sich den Rest seines Lebens verpisst. Das war ein Spaß. Ach, Leute, herrlich. Herrlich, ich liebe InScope. Falls ihr das auch macht, ja, macht ihr das auch auf eine Homo-Basis natürlich. Und ich würde sagen, Leute, wie gesagt, wenn ihr auch nicht wollt, dass ich nicht mehr meine Miete zahlen wollt, dann drückt jetzt auf den Abo-Button und was klaue ich eigentlich die Witze immer von den anderen Leuten. Schaut bei InScope vorbei, wir würden sagen, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, tschüss, peace, peace.